Hallöle, liebe Leute, und willkommen zur weiteren Eroberung Europas. Und ja, also, es dauert nicht mehr lange und dann sind wir auch schon oben bei Russland. Skandinavien ist auch nur noch eine Frage der Zeit. Endlich ein Prinz. Und hier unten Afrika, beziehungsweise Nordafrika und, ja, der Orient sind auch nur noch eine Frage. Polen, ja, habe ich jetzt gerade nichts dagegen, wenn die mir, wenn die einen Friedensvertrag wollen, weil dann kann ich mich hier um Deutschland weiter kümmern. Hungert die Stadt aus. Ach, es ist eh nur eine Frage der Zeit, bis Ungarn mich angreift. Also, wir haben ein neues Gebäude errichtet. Lasst sie doch so lange noch. Mein Herr, ihr habt einen diplomatischen Brief erhalten, mein Herr. Eure Hoheit, wir haben eine weitere Stadt eingenommen. So. Ach komm. Die sind die dreckigen Hunde, die seit ich in der letzten Folge zum ersten Mal eine Stadt verloren habe, bin ich jetzt ein bisschen kritisch. Ist bereit, diese Belagerung zu beenden. Bewegung! Zieht weiter! Hier aufstellen! Unterwegs. Schwere Schwertkämpfer. Ja, ja, ja. Ich kämpfe nicht mehr. Alles ist verloren. Ich will nicht sterben. Das reicht. Ich verschwinde. Ja, schick doch alles vor. Nicht nur so phasenweise. Alles ist verloren. Schön, dass die Schäden hier übrigens nichts ausmachen. Ja. Sieg. Eine neue Konstruktion wurde abgeschlossen, mein Herr. Ja, mein Herr. Für die Krone. Angreifen. Was ist euer Wunsch? Ich grüße den strahlendsten Herrscher. So, Hessen. Ich grüße den strahlendsten Herrscher der Welt. Mecklenburg sieht aber auch gut aus. Ja, ja, mein Herr. Oh, die sind noch ganz schön entfernt. Komm, bis dahin ist der Proviant leer. Für die Krone, ja, Angriff. Mecklenburg sieht gut aus. Möge Gott euch schützen, mein Herr. Wie lautet euer Befehl? Ich habe aber die erste Stimme, die für mich gewählt hat. Geil. Wir haben ich marschiere. Wir haben feindliche Truppen in euren Landen gesichtet. Ich werde diesen Bauern zerfallen. Ja, genau. Geh nach unten. Ignoriere mich. Ein Bote ist angekommen. Mal sehen, ob ich es schaffe. Feindliche Truppen haben unsere Grenzen überquert. Ihr habt einen diplomatischen Brief erhalten, mein Herr. Euer Reich wird, ja, mein Herr. Uns aber es haben wirklich nur noch meine Langbogenschützen überlebt. Wow.
Kann erstmal die Stadt hier absichern. Möge euch die Sonne den Weg weisen. Ich grüße den strahlendsten Herrscher der Welt. Feindliche Truppen haben euer Reich wächst, mein Herr. Uns gehört nun eine weitere Stadt. Ja? Mein Herr, wir haben einen ehrenhaften Sieg. Ja, mein Herr. Es war aber ein knappes Kämpfchen. Wir haben ein neues Gebäude errichtet, eure Hoheit. Wie lautet euer Befehl? Mein Herr. Tragen schön die ganzen Truppen mit sich. Nix an Truppen. Shit. Nur Axtkämpfer. Ein neues Gebäude wurde errichtet, mein Herr. Soll ich mit Axtkämpfern und Leiterträgern? Ein neues Gebäude wurde errichtet, mein Herr. Mein Herr. Unsere Armeen haben noch eine Schlacht gewonnen. Endlich wieder warmes Essen. Möge Gott euch schützen, mein Herr. Okay, die Bekehrung hat leider nicht geklappt. Wir haben feindliche Truppen in euren Landen. Und Nassau wird wieder belagert. Ach, schön. Ja. Was ist euer Wunsch? Endlich wieder was zu tun. Oh komm, das ist doch jetzt ein Witz. Das ist doch jetzt auch nur noch Beschäftigungstherapie. Ein weiterer, ruhmreicher, ein neues Gebäude wurde errichtet, mein Herr. Unser Kleriker war erfolgreich und hat eine Provinz, mein Herr. Ich grüße den strahlendsten Herrscher der Welt. Mein Herr. Eine neue Konstruktion politische wurde abgeschlossen, mein Herr. Mein Herr, wir müssen in den Krieg ziehen. Ach, jetzt ist Dänemark auf einmal Guten gegen mich. Tag, mein Herr. Ach, Dänemark, was habe ich hier nur getan? Ich grüße noch den nichts. Strahlendsten ändert Herzen sich jetzt auch. Lasst uns den Proviant auffüllen und ruhen. Dies sind die dreckigen Hunde, die eure Stadt belagern. Die dreckigen Hunde. Hier sind eure Männer. Sie werden keine Gnade walten lassen. Bewegung! Marschieren! Unterwegs! Kommt! Bewegt euch! Ich kämpfe nicht mehr! Zurück! Das reicht! Ich befinde! Was ist denn los, Leute, ha? Das reicht! Ich verschwinde! Das reicht! Ich verschwinde! Ich will nicht sterben! Zurück! Zurück! Ich bin echt gespannt, wie der nächste Teil aussieht. Ich meine, das ist einfach ein zeitloser Stil. Es sieht einfach so gut aus. Rückzug! Rückzug! Ich kämpfe nicht mehr, alles ist verloren! Alles ist verloren! Alles ist verloren! Rückzug! Das ist echt eine totale Vernichtung hier. Mein Herr, wie lautet euer Befehl? Belagert diese Stadt. Ah, die Sachsen. Euer Reich wächst,
Herr. Uns gehört nun eine weitere Stadt. Ich bin nun begabt. Eine neue Konstruktion wurde abgeschlossen, mein Herr. Mein Herr, wir haben feindliche Truppen in euren Landen gesichtet. Ach, soll er ruhig kommen. Eine neue Konstruktion wurde abgeschlossen, mein Herr. Möge euch die Sonne den Weg weisen. Möge euch die Sonne den Weg weisen. Was ist euer Wunsch? Hungert die Stadt aus. Ein weiterer ruhmreicher Sieg, mein Herr. Ja. Ein weiterer ruhmreicher Sieg, mein Herr. Kraft, Dagobert. Hoheit, feindliche Truppen marschieren durch eure prächtigen Ländereien. Ja, mein Herr. Oh, ein General hat gegen zwei Stück geschafft. Euer Reich wächst, mein Herr. Nicht schlecht. Uns gehört nun eine weitere Stadt. Das erwarte ich auch von einem meiner Top-Generäle. Möge euch die Sonne den Weg weisen. Guten Tag, mein Herr. Wir haben ein neues Gebäude errichtet, Eure Hoheit. Wir haben ein neues Gebäude errichtet, Eure Hoheit. Oh, hier hat ein NPC eine Kathedrale gebaut, cool. Mein Herr, euer König ist tot. Nö, natürlich ist wieder einer meiner Top-Generäle. Herr, wir haben feindliche Truppen in euren Landen gesichtet. Natürlich. Ja? Jetzt müssen erstmal die, für die Ehre, Aufstände wieder niedergeschlagen werden. Eure Hoheit, wir haben eine Schlacht gewonnen. Wir haben ein neues Gebäude errichtet, Eure Hoheit. Möge Gott euch schützen, mein Herr. Guten Tag, mein Herr. Mein Herr. Erledigt. Zeit zum Aufbruch. Für die Krone. Angriff. Eure Hoheit, ich darf die königliche Familie vorstellen. Mein Herr. Wie lautet euer Befehl? Komisch, lustigerweise ist da unten nie eine Rebellion. Feindliche Truppen in euren Landen gesichtet. Aua, dafür in der Heimat. Ja, mein Herr. Für die Krone. Ja. Ich werde diese Bauern zermalmen. Ja, mein Herr. Ah, das ist ein komischer Zufall. Ehrenhaften Sieg errungen. Eure
Eure Hoheit, wir haben eine Schlacht gewonnen. Eine neue Konstruktion wurde abgeschlossen, mein Herr. Politische Übersicht. So, gucken wir mal, wer kann mich leiden? Naja, die können mich zwar leiden, sind aber im Krieg mit mir. Ruhmreicher Sieg, wie sieht's denn mit Sizilien aus? Nein, wir haben nichts. Oh, das war gerade knapp. Kann sich keine Verwandten leisten, die nicht auf eigenen Füßen stehen können. Leck mich. Ein weiterer. Wie lautet euer Befehl? Lasst uns den Proviant auffüllen und ruhen. Guten Tag, eure Hoheit. Wir haben eine Schlacht gewonnen. Lasst uns den Proviant auffüllen. Ja, mein Herr. Wie ihr wünscht. Was ist euer Wunsch? Mein Herr. Politische Übersicht. Machtverteilung der Herrschaftshäuser, wow. Eure Hoheit. Wir sind ein bisschen weit oben. Ach, mein Gott, sind die nachtragend. Ha! Geil. Hoheit, feindliche. Einer meiner ärgsten Feinde. Prächtigen Ländereien. Verträge mit den Byzantinern. Nein, ich bin schon zu lange mit den Byzantinern verbündet. Da werde ich nichts brechen. Ja, gegen eine Goldgabe gerne. Wie lautet euer Befehl? Ja, mein Herr. Ja, mein Herr. Ich gehorche. Eure Hoheit, wir haben meine Schlacht gewonnen. Für die Krone. Angriff. Unsere Armeen haben noch eine Schlacht gewonnen. Ich folge. Was ist euer Wunsch? Erledigt. Zurück hinter den Schutz der Stadtmauern. Ich gehorche. So ist alles kein Problem. Ja. Unsere Armeen haben noch eine Schlacht gewonnen. Mein Herr. Für die Ehre. Angriff. Ich grüße den strahlendsten Herrscher der Welt. Herr, mein Herr, wir zurück haben hinter einen den Schutz der Stadtmauer. Ja? Lasst uns den Proviant auffüllen und ruhen. Mein Herr,
Ja, mein Herr. Hungern wir sie aus. Mein Herr, erledigt. So, auf den alle niedergeschlagen. Ein weiterer ruhmreicher Sieg, mein Herr. Ein neues Gebäude wurde errichtet, mein Herr. Ein neues Gebäude wurde errichtet, mein Herr. Endlich wieder warmes Essen. Ich werde diese Bauern zermalmen. Feindliche Teure Ich habe jetzt Hoheit. Mehr gelernt. Wir haben eine Schlacht gewonnen. Ich werde diese Bauern zermalmen. Ihr werdet das nicht bereuen. Zurück in die Stadt. Ja. Eure Hoheit, wir Lasst haben uns eine den Schlacht Proviant gewonnen. Auffüllen und ruhen. Mein Herr, wir haben einen ehrenhaften Sieg errungen. Mein Herr. Ja, mein Herr. So. Mein Herr, lasst niemanden in die Stadt oder heraus. Eine neue Konstruktion wurde abgeschlossen, mein Herr. Ja. Wir haben eine diplomatische Botschaft erhalten. Möge euch die Sonne den Weg weisen. Ach komm, hungern wir mal was aus. Das haben wir bisher auch noch nicht gemacht. Ah, ich sehe es schon, das schaffen wir nicht. Eure Hoheit, wir haben eine neue Provinz erobert. Eine neue Konstruktion wurde abgeschlossen. Hoheit. Feindlich. Eine neue Konstruktion wurde abgeschlossen, mein Herr. Ich werde diese Bauern zermalmen. Eure Hoheit. Wir haben ein neues Gebäude errichtet, Eure Hoheit. Zurück hinter den Schutz der Stadtmauern. Was ist euer Wunsch? Lasst uns den Proviant auffüllen und ruhen. Ich grüße den strahlendsten Herrscher der Welt. So, Friesland eingliedern. Was ist euer Wunsch? Ich bin ja mit denen im Bündnis, ja. Die Macht der königlichen Familie ist gesunken. So ist sie gesunken. Belagert diese Stadt. Wir haben eine diplomatische Botschaft erhalten. Ihr habt die Machtposition eurer königlichen Familie gesteigert. Deutschland hat nur noch das Übersicht. Eine da. Ah nein, da oben sind sie auch noch. Da oben rein erobert. So, wisst ihr was? Ich versuche jetzt einfach mal euer was. Euer weiser Herrscher und seine Anverwandten. Ja, keiner will mich. Ja, das ist traurig. Guten Tag, mein Herr. Ja, dann muss ich mich wohl weiter durch die Gegend erobern. Habe ich auch nichts dagegen. Mein Herr, was ist euer Wunsch? Hungert die Stadt aus. Eine neue Konstruktion wurde abgeschlossen. Ja, warte mal, dann kommst du da mal runter. Genau. Hier, Österreich. Den Schutz der Stadtmauern. Kannst du da unten mal anfangen? Feindliche Truppen haben unsere Grenzen überquert. Ich grüße den strahlendsten Die erste Invasion vorzubereiten und der Earl kann sich da unten um Jütland kümmern. Der Krieg erklärt, eure Hoheit. Ach, Polen. Was habt ihr nur alle gegen? Ja gut, okay. Ich meine, ich will mich ständig über zum Herrscher, über alles ich aufschwingen bereit, und sowas. Hoheit. Aber Herrgott, wer macht das nicht? Ich stehe zu Diensten, Hoheit. Oh, Sizilien. Mein Name ist ganze Goldsäcke wert.
Euer feindliche Truppen haben unsere Grenzen überquert. Euer feindliche Truppen. So, wo waren die Stadt, die ich gerade eingenommen habe? Hier. Noch keine Verteidigung. Oder keine gute. So. Ein neues Gebäude wurde errichtet, mein Herr. Guten Tag, mein Herr. Guten Tag, mein Herr. Guten Tag, mein Herr. Oh. Politische Übersicht. Mein Herr. Ja, mein Herr. Auf die Schiffe. Den letzten Angriff gegen Deutschland führe ich jetzt noch. Lasst uns an Land gehen. Oder ist es nur der vorletzte? Nein, ist der letzte. Belagert diese Stadt. Hoheit, feindliche Truppen marschieren durch eure prächtigen Ländereien. Eure Hoheit, wir haben eine weitere Stadt eingenommen. Ja, und die restlichen deutschen Armeen wurden zu Söldnern. Ja? Wie lautet euer Befehl? Für die Ehre, Angriff. Und Deutschland wurde besiegt. Ein neues Gebäude wurde errichtet, mein Herr. So. Ich grüße den strahlendsten Herrscher der Welt. Oh, da oben sind aber echt viele Rebellen. Und mal, überall sehe ich graue Punkte. Achso, nein, das sind auch die Armeen von Sizilien. Zurück in die Stadt. Alles gut. Oh, geil, ich kann Wikinger rekrutieren. Das ist geil. So. Und geil war auch diese Folge, liebe Leute. Politische Übersicht. Alter, guckt euch das mal an. Ich habe irgendwann mal gesagt, auch ganz Europa kann man nicht erobern, vergesst es. Also so weit bin ich noch nie gekommen, von dem Erobern her, ohne dass mir alle, ach ja, du kannst doch unser Herrscher werden. Ich glaube, das liegt einfach daran, dass ich mich ständig selbst zum Herrscher krönen will. Das kotzt die ein bisschen an. Ja, Könige kriegen halt eben nicht gerne gesagt, was sie zu tun haben. Oh, hat nicht aufgepasst. Wieso hat Schwede, ach scheiße, das ist der Wikinger-Armee. Oh, hoffentlich kriege ich das hin. Mein Herr. Jo. Wir haben einen. Aber trotzdem, eieiei. Was ist euer Wunsch? Na, guck mal, der ist da auch schon, wo er hin soll. Gerade mal zwei Nahrung. Eieiei. Ein neues Gebäude wurde errichtet. Wie lautet euer Befehl? Richtet die Segel. Eine neue Konstruktion wurde abgeschlossen, mein Herr. Feindliche Truppen haben unsere Grenzen überquert. Es wurde langsam Zeit, von Bord zu gehen. Eine neue Konstruktion wurde abgeschlossen, mein Herr. Hoheit, wie lautet euer Befehl? Feindliche Truppen marschieren durch eure prächtigen Ländereien. Möge euch die Sonne den Weg weisen. Ich grüße den Strahlendsten. Ich bin mir manchmal nicht so ganz sicher, was ich schon alles eingenommen habe und was nicht. Lasst niemanden in die Stadt oder gut, Leute, dann würde ich sagen, machen wir jetzt nur noch die Eroberung von Buddha. Dann ist die Folge auch schon zu Ende. Was ist euer Wunsch? König ist ja schnell da unten. Wir haben ein neues Gebäude errichtet, eure, mein Herr. Wir haben feindliche Truppen in euren Landen gesichtet. Urland will nicht Angriffspakt, sehr gut. Haben. Mein Herr. Mein Herr. Zurück hinter den Schutz der Stadtmauern. Der ist eh schnell da unten. Der hat ja diesen Superbonus da. Das ist ja auch meine Stadt, die ich da gerade. Upsa, falsche Stadt. Die Stadt aus. Ja. Mein Herr, wir haben feindliche Truppen in euren Landen gesichtet. Hungert die Stadt aus. Wieso kann ich dir. Ich bin unterwegs. Ich wollte sagen, wieso kann ich da jetzt nicht rein? Uns gehört nun eine weitere Stadt. So.
kämpft um den Sieg. Muss Schottland erobern, ja, viel Erfolg. Ja, wie ihr wünscht. Ein weiterer ruhmreicher Sieg, mein Herr. Wie lautet euer Befehl? Ihr wünscht. Ja. Und Hoheit. Ja, feindliche Truppen marschieren durch Bayern auf Länder einen rein. Schlag besiegt. Sehr gut. Ich bin ja, echt nichts sagen. Bogenschützen rein. Zack. Ein gut, Leute. Dann war es das auch mit dieser Folge. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und ja, ich meine, was schaffen wir noch alles zu erobern? Polen wäre jetzt ein gutes Ziel. Das hat nicht mehr so viel. Schweden, ach ja, die kleine Insel da, die gefällt mir eigentlich. Finden wir uns eigentlich auch einverleiben. Ach, schauen wir einfach mal. Also, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Macht es gut. Bis dann. Ciao.